Maximilian Kiefer, 2,73er Runden bisher hier auf dem Platz bei der Trophée Hassan II in Marokko. Wird knapp wahrscheinlich mit dem Cut. Jetzt ist noch nicht ganz sicher, was kommt, aber der Platz ist sehr knifflig hier. Ja, ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass zwei über für einen Cut reicht, auch wie ich heute gespielt habe, hätte ich jetzt eigentlich nicht, gut, ich habe auch nicht so schlecht gespielt, aber wie ich mich zwischendurch angestellt habe, hätte ich, glaube ich, nicht verdient, den Cut zu machen, aber ich glaube, es wird noch reichen, weil jetzt auch noch ein bisschen Wind ist. Ja, der ist ja, sehr anspruchsvoll, der Platz, auf jeden Fall. Anspruchsvoller Platz. Sie haben 11 Birdies jetzt an 2 Tagen gemacht und dennoch eben auch viele schwarze Punkte auf der Scorekarte. Da wird jeder Fehler brutal bestraft. Ich würde nicht mal sagen, dass. Also ich bin nicht so der Fan von dem Platz, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde auch, dass teilweise auch die guten Schläge bestraft werden und das, ja, ich spiele halt relativ aggressiv, ich gehe halt auch auf die Fahnen drauf und das ist halt hier teilweise der Unterschied, ob man jetzt einen Meter weiter rechts oder links haut, dass man einen Tod an der Fahne hat, einen Birdie oder ja, man kämpft da ums Bogey so ungefähr. Wie sind Sie bisher mit Ihrer Saison 2015 zufrieden, Max Kiefer? Auf jeden Fall zufrieden, würde ich sagen, dieses Jahr. Ich habe, glaube ich, jetzt ich hab alle Cuts gemacht. Das ist schon sehr solide, das Spiel. Einmal Top 10. Ich glaube, wichtig ist halt, dass das Spiel gut ist und auch sehr solide. Es ist halt, ja, es fehlt auch nicht viel, dass dann noch ein paar Top-Platzierungen dann kommen. Top-Platzierungen sicherlich warten auch viele auf den nächsten Sieg. Gibt es da einen Platz, der prädestiniert wäre dafür? Gute Frage. Ich glaube, Spanien habe ich mich eigentlich immer ganz wohl gefühlt. Spanien ist dieses Jahr aber ein anderer Platz. Ja, Wentworth und Frankreich liegt mir eigentlich auch ganz gut, würde ich sagen, obwohl ich da bisher noch nicht so gut performt habe. Das sind beides Plätze, wo man einfach so solides Golf spielen muss, wo man wirklich einfach vom Tee gut sein muss, ein guter Eisen, und das hat dieses Jahr bisher ganz gut geklappt. Jetzt wünschen wir nochmal ganz, ganz viele Birdies fürs Wochenende, dass da noch einiges geht nach vorne. Alles Gute, Max Kiefer, hier in Marokko. Dankeschön.